Das ist Niro, ein 4 Monate alter Freiberger Hengst. Sein Züchter André Chapuis bereitet ihn auf seinen ersten Auftritt am Marché Goncourt vor. Ein wichtiger Tag für den jungen Hengst. 603 à 621. Eine gute Benotung der Jury ist eine Voraussetzung, um in einem harten Marktumfeld die Verkaufschancen für das Freiberger Fohlen zu erhöhen. Es wird immer schwieriger. Die Konkurrenz ausländischer Pferde, die spottbillig importiert werden, bringt uns in eine prekäre Situation. Durch seine Vergangenheit als Armee- und Landwirtschaftspferd haftet dem Freiberger immer noch das Image des schwerfälligen Arbeitstiers an. Damit scheint er für viele Pferdeliebhaber weniger attraktiv als ausländische Rassen. In den letzten 20 Jahren ist der Bestand der Freiberger um die Hälfte zurückgegangen. Jetzt will der Verband der Züchter Gegensteuer geben. Es ist entscheidend, dass sich die Wahrnehmung des Freiberger Pferdes verändert, weg vom Arbeits- hin zum Freizeitpferd. Das haben leider noch nicht alle Schweizer Pferdeliebhaber verstanden. Damit die Fohlen nicht vorzeitig geschlachtet werden müssen, versuchen viele Züchter auch im Ausland Käufer zu finden. André Chapuis konnte eines seiner Fohlen an eine deutsche Pferdeliebhaberin verkaufen. Sie ist heute eigens nach Seine-Leger gekommen und hat Fotos ihres vierbeinigen Lieblings mitgebracht, von dessen Eigenschaften sie nur Gutes zu berichten weiß. Ruhe, Ausgeglichenheit, menschenbezogen. Also, es ist Wahnsinn. Man kann es nicht beschreiben, man muss es fühlen. Das ist eine große Freude, dass unsere Pferde im Ausland genauso anerkannt werden wie hier. Das sind ermunternde Aussichten für die Züchter in einer schwierigen Marktsituation.